Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Rory McIlroy PGA Tour. Wir sind auf einer fantastischen Runde. Die letzte Runde war ja mal mehr als Chaos, aber wir haben es zusammengehalten, das ist ganz wichtig. Und jetzt geht's weiter mit der 10 und jetzt wollen wir nochmal richtig Gas geben. Das Ziel ist minus 10 am Ende des Tages und der geht nicht wirklich in den Bunker, oder? Naja. Ja, schade. Da habe ich den Wind doch arg unterschätzt. Ja, da hätte ich doch deutlich weiter rechts anhalten müssen. Mal gucken. Vielleicht können wir den hier jetzt doch raushauen. Mal gucken. Ja, vielleicht können wir das... Hybrid ist, glaube ich, nicht so geil bei Sand. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Zur Not liegt er da irgendwo in der Nähe, dass wir den vielleicht ranchippen können oder halt ranpatten können. Ja, da würde ich, glaube ich, den Chip sogar nehmen lieber. Ja, er auch. So, mal gucken. Ja, das ist vernünftig. Das passt zu der Runde bisher. Viele, viele Pars haben wir gerettet. Also mit Einschippen aus unmöglichen Positionen und Lagen. Und also wahnsinnig. Die letzte Folge war echt bisher, glaube ich, die beste. Und ja, wir wollen hier auf jeden Fall zusehen, dass wir noch ein bisschen Schläge gut machen können. Die Konkurrenz, ja, vor allem James Hahn ist hier gerade mal, ja, der startet, glaube ich, erst dann, wenn wir hier fertig sind. Und mit dem werden wir vielleicht dann in der nächsten Runde zusammenspielen. Zumindest halt, dass wir das Ergebnis dann immer parallel sehen. Und sich das aktualisiert, weil wir hier eigentlich alleine jetzt sind. So, und das hier ist eine ganz nette Chance, hier vielleicht einen guten Eagle-Putt mal zu sehen. Ja, der kommt. Jetzt ordentlich rollen. Roll. Und was ist das denn, bitteschön? Ein Eagle-Putt aus wie viel? 6-7 Yards? Fuß? 5 Fuß. Und den machen wir doch, oder? Jawohl, das ist unser Eagle. Und damit sind wir bei minus 10. Wahnsinn. Also, dank der Annäherung. Ah, das hätte sogar fast ein Albatros werden können. Stark. Also, das läuft doch. Ja, hier vorne wissen wir trotz Gegenwind, dass wir hier vielleicht so ein bisschen den Draw spielen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu weit links landet. Oh Gott, kürzt der ab, der Ball. Oh, jojojoj. Aber da können wir fast froh sein, dass wir hier an den Bäumen so mehr oder weniger dran vorbei sind. Ja, und wenn wir den hier jetzt neben die Fahne hauen, dann können die uns hier schon mal ein Denkmal aufstellen. Ja, da müssen wir doch ein bisschen weiter, weil wir hier ordentlich Verluste haben durch die Lage. Ah, schafft er nicht. Oh, und das ist jetzt natürlich unschön hier am Rand. Ach, der liegt jetzt da unten auf einmal. Und sowas hat uns hier schon mal den Hals gekostet. Pitch, Flop. Flop hört sich gut an. Jo, Hauptsache raus. Mehr will ich gar nicht. Und wenn es hier halt ein Bogey wird, scheißegal. Nach dem Eagle eben nehme ich alles. Auch wenn das Einlochen hier natürlich auch nicht schlecht wäre jetzt. Das ist nicht unmöglich. Der kommt. Und das ist das Paar. Also, das nächste Paar gerettet. Also, dieser Kurs hier, der scheint uns echt, ja, ordentlich, ja, zweite Chancen zu bieten. Und das ist ohne Spin und alles, Leute. Also, wir spielen hier echt die Runde unserer bisherigen Karriere. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist wirklich sehr, sehr vernünftig. So, der hier auch Carry über 300 und danach dann, ja, 10 Yards noch, 12 Yards. Da passiert natürlich nicht mehr so viel, weil wenn er da senkrecht auf dem Fairway aufschlägt. Ah, da können wir vielleicht sogar hier den Driver nehmen. Noch ein paar Meter raushauen.
bisschen weiter links wäre schön gewesen, damit wir es jetzt bei der Annäherung nicht so schwer haben. Aber theoretisch können wir da mit dem Fade den vielleicht so ein bisschen von links an die Fahne schlagen. Damit wir hier diesen Bunker und vor allem diesen abschüssigen da Richtung Bunker aus dem Weg gehen. So, ein bisschen so. Ein mehr darf es auch gerne sein und ein bisschen so. Und dann gucken wir mal, was das wird. Schön zu sehen hier die Links-Rechts-Kurve und der kommt... Ah, ein bisschen zu weit rechts. Ah, der rollt trotzdem rein. Ärgerlich. Ein Meter weiter links, dann wäre er perfekt gewesen. Also, nicht immer kann man hier Glück haben. Und dann, den müssen wir jetzt erstmal zum Stehen bekommen. Oh, das ist hier eine akute Bogey-Gefahr wieder. Ah, das wird nichts. Am liebsten wieder als Flop. Viel Risiko. Ja, lieber raus, als dass er hängen bleibt oder sowas. Und mal gucken. Ah, das ist doch ganz schön weit weg. Ja, da hätten wir doch vielleicht manuell das einstellen müssen. Bloß nicht zu weit, damit er da wieder reinrollt. Ja, ist okay. Dann nehmen wir das Bogey mit. Wir haben ja noch einige Löcher, mit denen wir hier noch Birdies spielen können. Ja, schade, ne? Der dritte Schlag, da haben wir echt Pech gehabt. Oh, nee. Oh, Mann. Ja, den nehme ich auf meine Kappe. Also, das hier ist ein kleiner Dämpfer. Das Doppelbogey. Schade, und das auf ein paar 5, ne? Das ist eigentlich schon ein gefühltes Triple-Bogey. Zurück auf minus 8. Schade. Dahin ist das Eagle. Zumindest das Resultat haben wir da ausgeglichen. Vielleicht spielen wir es auch wieder so ein bisschen als Draw. Ja, fantastischer Schlag. Ganz toller Schlag. Also, einer unserer besten Schläge hier, was jetzt den Fade bzw. Draw angeht. Wunderbar, der hat gepasst. Und damit sollten wir uns eigentlich zumindest einen wieder zurückholen von dem Doppelbogey eben. Jawohl. Minus 9. Sehr schön. So. Ja, hier können wir schon weit rechts anvisieren. Der wird erstmal, ja, kürzer werden, als man denkt. Und dann natürlich auch von der, ja, nach links gedrückt werden. So, 97. Ja, es geht bergauf. Ein bisschen Seitenwind. Ein bisschen. So. Gucken wir mal. Ja. Vielleicht kommt da noch ein bisschen. Ja, aber rollt halt nach links runter. Na gut. Das Grün ist jetzt auch nicht so leicht. Also von daher, ja, wobei. Na, ist doch recht leicht. Komm. Und das ist das Birdie. Sehr super. Also, schnell haben wir das Doppelbogey wieder ausgeglichen. Mund abwischen, weiter geht's. Und wieder beim alten Spielstand. Wunderbar. So darf es gerne weitergehen. So. Ja, hier, das habe ich mir gemerkt. Auf der 16. Da hatten wir beim letzten Mal das 4er. Jetzt nehmen wir das 5er.
Oh, mit Rückenwind. Ja, das dürfte dann aber trotzdem noch passen. Ja, das ist einfach Hit and Hope, ne? Das ist halt so. Ja, ein bisschen Schnitt habe ich den auch mitgegeben. Oh Gott, geht der weit. Alter. Also hätten wir den 3 Schläger weniger nehmen müssen wegen dem Rückenwind. Das habe ich in... Ah, ist halt schwer. Beim nächsten Mal wissen wir es. So. Trotzdem eine gute Chance hier noch das Paar zu spielen. Ja, hätte ruhig ein bisschen weiter gedurft, aber trotzdem eine gute Chance. Super. Super, also das läuft doch. Paar gerettet und jetzt haben wir vielleicht bei 18 hatten wir letztens ein Bogey gespielt. Oh Scheiße, und auch den hauen wir hier leider ins in die Bäume rein. Ah, ja, okay, das ist jetzt ein paar 5. Da ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn wir den 100 Yards weit hauen können, trotzdem irgendwie Richtung Spielbahn. Dann könnte es trotzdem noch reichen, um hier vielleicht den zweiten aufs Grün zu prügeln. Ah, so könnte es gehen. Hauptsache nicht gegen den Baum, Hauptsache ein paar Meter mitgeben, damit der zweite dann auch Richtung Grün kommt. Damit man hier zumindest das Paar locker mitnimmt oder halt auch noch, je nach Annäherung, eine gute Chance aufs Birdie hat. So, das könnte was werden. Boah, der Wind ist doch stärker, als ich dachte. Verdammt. Okay, also. Dann konzentrieren wir uns doch lieber darauf, hier das Paar noch mitzunehmen wieder. Jo, perfekt, perfekt. Ja, fast wäre da auch gefallen, aber okay. Ich denke mal, mit dem Paar kann man hier auch durchaus zufrieden sein. So, weiter geht's. Ja, hier jetzt auf der 18. Auch wieder ein heftiger Gegenwind. Da werde ich, also ich werde schon den Draw spielen, aber naja, wir müssen den Wind halt trotzdem mit einplanen, dass der hier noch zusätzlich unseren Draw beeinträchtigen wird. Und das sieht aber sehr, sehr gut aus. Jo, perfekt. Schön auf die Spielbahn. Und dann sind wir hier eventuell nach Runde 2 führend. Auch hier ist der Wind wieder ein bisschen stärker, als ich dachte. Aber das Paar sollte es in jedem Fall werden. Vielleicht sogar hier ein Birdie. Ja, kann man da nicht putten? Sollten wir zumindest hier den einen Versuch geben. Ah, auf der Linie zu kurz. Naja gut, das war jetzt schnurstracks gerade. Trotzdem ärgerlich. Also, hier hätten wir nochmal einen Birdie mitnehmen können, aber das Tagesziel ist erreicht und wir hätten hier bei 5 Löchern locker auch auf ja, ein Birdie, ein Bogey statt ein Paar spielen können. Also von daher bin ich sehr zufrieden. Eine absolute tolle Chaosrunde. Die Runde 2. Und wir gucken mal, wie es aussieht, nachdem alles durchgerechnet wird. Ob wir hier die Führung halten können oder nicht. So, Simulating based on attributes. Nein! Oh, der Chris Kirk. Eine minus 7. Ja, Jordan Spieth, 4 Schläge. Abstand. Ja, nächste Folge geht's weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und dann geht's nächste Folge in Runde 3. Part 1 vom Moving Day. Und da wollen wir natürlich zusehen, dass wir uns hier dem Chris Kirk wieder stellen und die Führung zurückerobern. Also, bis dann, Leute. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann.